Ach du Scheiße. Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, hören Sie mich! Aufwachen! Die Pulse hat aufgeschnitten. Aufwachen! Die ist am Arsch. Wisst ihr, wie viel Scheiße, wie viel. Was für ein Blut da auf sie liegt? Na bitte. Krankenwagen rufen jetzt. Gibt's noch eine Chance? Also irgendwo Verbandszeug oder irgendwas, was wir hier. Was wir machen können. Okay, erstmal rumtragen hier. Sollen wir es ablegen auf die Matte oder. Was soll man machen? Ich komme doch, ich komme so durch die Tür nicht durch. Was tun wir denn? Ich lege sie aufs Bett und rufe dann Hilfe. Ja. Das ist meine Idee. Aber jetzt schnell. Ich rufe den Notarzt. Nein, ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Es ist doch Schnupper. Okay. Haben Sie was zum Verbinden da? Ja, ich glaube schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. Als ob das jetzt nicht völlig egal ist, ob die ins Krankenhaus will oder nicht. Die wollen sich umbringen. Die lag blutend in der Badewanne. Jetzt ruft die Notarzt. Schnell, sie verliert Blut. Beeilung. Als ob jetzt, was ist denn hier, was ist der Mann? Verbandszeug ist bestimmt im Badezimmer. Als ob ich jetzt einfach, das ist eine suizidische Frau und das ist. Als ob du auf die das hörst, was die sagt. Mal sehen, ich brauch das und das und das. Bleiben Sie wach, Susan. Susan, hören Sie mich? Susan, bleiben Sie wach? Ich brauche mehr. Es blutet noch. Na komm, vielleicht können wir sie retten. Nicht perfekt, aber es reicht. Ich bin da, Susan. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich passe auf Sie auf. Holy shit, was ist hier los in diesem Spiel? Alles wird gut. Sagst einer, die sich gerade umbringen wollte in der Badewanne, die gerade die Pulsader aufgeschnitten hat. Sagst, alles wird gut. Mehr kann ich nicht tun. Das sollte reichen. Willst du die verarschen oder was? Die Wunden nicht tief. Hey, wie geht es Ihnen? Okay. Mein Baby braucht mich. Jemand in dieser Situation glaubt nicht mal daran, dass alles wieder gut wird. Sie bleiben da. Ich schaue nach dem Baby. Okay? Du wirst sie jetzt alleine lassen. Kennen Sie das? Mit dem Baby? Lass die Schere bloß daneben. Das. Ich kann alles. Lass die Schere ruhig hier liegen. Das sie ist heißt so Emily. Okay. Als ob ich sie jetzt mit der Schere in Griffreichweite alleine lasse und mich um das Kind kümmern gehe. Sag mal, wie blöd ist das Spiel? Sag mal. Also, ich kann hier nichts machen. Die Schere mal ein bisschen weiter weglegen. Das ist hier mal. Ihr habt gesehen, eine große Verbandsschere, damit das. Man kann sich den Hals durchschneiden, wenn so. Wenn es für nötig hält. Kann sich einmal in der Brust stecken und fertig. Ich
Und die jetzt stirbt. Geh mal nach hier gucken, ob sie sich schon erstochen hat. Alter Schwede. Ruf nicht die Notarzt an, lässt sie alleine mit einer Schere. Hallo Emily. Sag mal, das ist doch nicht. Was haben wir denn für ein Problem? Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Unser Privatdetektiv ist eine Intelligenzbestie. Das erste Mal Baby wecke. Da liegt ein Abschiedsbrief von dir auf dem Boden. Wie geht dass das er nicht mehr will. Liegt jetzt alleine im Bett. Mit einer fetten Schere neben sich. Sie hat es gerade schon getan. Ist auch momentan bereits wieder zu tun. Okay, Winde wieder ranmachen. Und runter. Machen die Yoga-Übungen. Irgendwie hoch. Winde raus, nee, Baby wieder runter, Baby hoch, dreckige Winde raus, dreckige Winde wieder rein, Baby runter. Baby hoch, Baby runter, Baby hoch, dreckige Winde raus, dreckige Winde wieder rein. Ah, saubere Winde diesmal. Oh Mann, das ist ja völlig falsch. Ach was. Okay. Von vorn. Na bitte, alles wieder frisch. Intelligenzbestie. Stimmt's, Emily? Hey, was ist los? Wir hatten das doch im Griff. Klingt wie es Mami. Susan, ich hab die Windel gewechselt, aber sie schreit noch. Sie hat Hunger. In der Küche ist ein Fläschchen. Okay. Machen wir jetzt für sie den Haushalt noch. Das ist mal, wenn das dann. Wir rufen nicht Notarzt für sie. Wir kümmern uns nicht. Wir haben die Wunde Blut notdürftig versorgt. Das ist jetzt. Das machen wir ihr. Jetzt wickeln wir ihr Baby, füttern das Baby, wir machen den Haushalt. Und ja, wir ziehen ihr gleich ein. Das ist, wir machen. jetzt. Ich mach das Ding mal lieber warm. Was soll alles in der Welt passiert hier gerade? Unfassbar. Hast du Hunger? Hm? Warte. Ich halte das Fläschchen ein bisschen schräger. Dann kannst du trinken. Okay. Dabei ist sie voll gesaut. Ich denke. Alter Verwalter.
Sehr gut, Emily. Hm? Geht's dir jetzt gut, ja? Ja? So. Ich werde dich jetzt ein bisschen hin und her wiegen und du kannst ein schönes Nickerchen machen, okay? Okay. Schlaf ein, schlaf ein. Deine Mutter liegt blutend nebenan im Schwimmzimmer. Ich kümmere mich nicht um sie. Sie bräuchte einen Notarzt. Bräuchte professionelle Hilfe. Schlaf ein. Legt da mit einer Schere. Die bringt sich gleich um. Danke für die Hilfe mit dem Baby. Ich wollte sie nicht verlassen. Ich konnte einfach nicht mehr. Nur ohne Jeremy hier. Er war so ein guter Junge. Ich verstehe nicht, wie man dem wehtun konnte. Wem wehtun? Kümmern Sie sich denn ganz allein um das Kind? Lebt Jeremys Vater nicht mehr bei Ihnen? Er verschwand. Ein Tag nach Jeremy. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht hat er es nicht verkraftet. Seitdem kümmere ich mich alleine um Emily. Wisst ihr erst mal was zu trinken? Ich nicht mehr. Und die meint, es ist, die hat... Ich verstehe. Schau dir mal hat die Menge an, gesagt, bevor Blut ging, an, die in der Badewanne ist. Eine Nachricht schau sich die braucht eine Blutinfusion. Nein. Wenn nicht wenigstens mal was zu trinken. Wort, als er ging. Um das Blut auszu... Da war dieses Handy. Ein Handy? Ja, ich fand ein Handy in seiner Kommode. Blut. Es war sicher nicht seins. Ich hab's nie vorher gesehen. Ich wollte es einschalten, aber es ging nicht. Haben Sie es noch? Es ist in der Schublade. Im Wohnzimmer. Sie können es haben, wenn Sie wollen. Dieses Sie können sicher mehr damit anfangen als ich. Haben Sie Familie oder jemand, der Ihnen hilft? Ja. Meine Mutter. Ich wollte sie um nichts mehr bitten. Wir kommen nicht gut klar. Aber ich habe wohl keine Wahl. Passen Sie auf sich auf. Und auf Emily. Mache ich. Versprochen. Ja, sie hat versprochen, auf sich aufzupassen. Das ist die... Dann ist alles gut, das ist die, das ist da, wir können dir vertrauen. Das ist da. Da wird nichts mehr schief gehen. Lassen wir sie mit den Scheren alleine. Lassen wir sie alleine. Ist offensichtlich sehr suizidgefährdet. Ist doch ein Ding. Ihr kommt schon klar. Ciao, ciao. Alter. Ich muss gerade so da den Kopf schütteln. Mir fällt gleich der Kopf von den Schultern. Das ist echt. Alter Schwede. Wie blöd war dieses Kapitel?
Ja, und er ist jetzt auch ziemlich blöd. Er macht jetzt den Challengers, ohne damit zur Polizei zu gehen. Und da Unterstützung von der Polizei zu kriegen. Macht das auf eigene Faust. Ich habe die Charaktere an dieser Stelle schon abgeschrieben. Vor allem diesen hier. Was soll da drauf gehen? Ist dumm genug. Der Parkschein in der Origami-Figur führt zu dieser Werkstatt. Was werde ich hier finden? Ich muss immer an den Schacht denken. Sean wirkte erschöpft. Aber wenigstens ist er am Leben. Ich tue alles, um ihn da rauszuholen. Entschuldigen Sie? Hey! Oh! Sorry, war beschäftigt. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Hallo, Rui. Ich möchte... mein Auto. Du hast nichts zufällig was zu tun mit... Steckst nicht zufällig mit dem Mörder unter einer Decke? Hey, Sie haben vielleicht eine Geduld. Das Auto ist seit 2 Jahren hier. Sind jeden Monat mal gefahren, haben Reifen und Batterie gecheckt, genau wie Sie es gesagt haben. Aha. Hier, drittes Tiefgeschoss. Den Fahrstuhl finden Sie am Ende der Werkstatt. Ah, einen schönen Tag noch, Meister. Ihnen noch weiter das fragen, ob irgendwas darüber weiß über das Auto und über den Auftrag und über... Es ist... Nö. Was soll schon schief gehen, oder... Da jetzt runtergehen. Kann ja quasi nichts passieren, das ist... Sirenenmörder ist uns auf den Spuren und wir gehen in eine Tiefgarage. Das ist schon mal einen einzigen Krimi geguckt. Das ist nur einen, irgendeinen billigen Krimi geguckt. Das muss gar kein guter sein. Das ist eine Tiefgarage. Ah, ganz hinten in der dunklen Ecke. Was? Das ist ja. Wir schauen uns am besten gar nicht um, sondern gehen geradewegs auf das Auto zu und das ist das Pass. Wir steigen ein und gucken nicht auf den Rücksitz und fahren einfach damit los. Wird schon nichts sein. Gucken uns nicht um, gucken nicht auf den Rücksitz. Machst du nix. Rücksitz scheint es tatsächlich nichts zu sein. Ihr Ziel liegt 4 Meilen entfernt. Hinter dem Parkplatz die erste rechts abbiegen. Ah ja. Dann fahren wir mal. Fahren wir mal zum vereinbarten Treffpunkt. Am besten warten wir noch, bis es dunkel wird. Links abbiegen. Bis nachts ist. Wunderschön. Wenn wenig Leute da sind. Wenn es dunkel ist, wenn es also.
Ja, nicht die Sache mitten am Tag machen. Einfach das, wenn es dunkel ist und niemand mehr auf den Straßen ist und irgendwo an einem ganz verlassenen Ort. Das ist, glaube ich, die klügste Idee hier. Und gar nicht zur Polizei gehen. Niemandem Bescheid sagen, auch nicht, also auch nicht der Ex, auch nicht irgendwelchen Freunden oder gar nichts. Also das halt irgendwie nirgendwo eine Nachricht hinterlassen, wo man hin ist. Absolut. Ich denke, so kann man es machen. Das ist der. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Haben Sie genug Mut, Ihren Sohn zu retten? Hören Sie genau zu. Fahren Sie auf dem Highway 5 Meilen gegen die Fahrtrichtung. Wenn Sie in 5 Minuten das Ziel nicht erreicht haben, haben Sie versagt. Wir machen das natürlich. Wenn ich es schaffe, habe ich mehr Buchstaben für das Rätsel. Eine einzige Spur. Es gibt kein Zurück. Sag mal, bist du dämlich? Bist du bedeppert? Meine Hände zittern so. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Also mal ganz logisch gedacht. Der Jeep kontrolliert das. Serienmörder guckt zu, der ist irgendwo hier. Das ist der will das zwar gegen auf der Autobahn gegen die Richtung fahren. Das heißt, Ich der muss schaffe irgendwie das, ich zugucken. tue alles, um meinen Sohn zu retten. Scheiß drauf, es ist. Aussteigen, sich umgucken, wo der ist. Ach, Junge, krepier doch. Wie ist mit Weigern? 5 Meilen über den Highway im Gegenverkehr. Bin ich bereit, das Risiko einzugehen, um meinen Sohn zu retten? Sean hat viel davon, wenn ich mich auf dem Highway umbringe. Akzeptieren, weigern, damit zur Polizei gehen? Der reine Wahnsinn. Ich bringe Unschuldige um. Was gibt mir das Recht, Gott zu spielen, um meinen Sohn zu retten? Wir können es nicht Ich weigern. muss es tun für Sean. Ich habe keine Wahl. Krepp hier doch, Alter. Das ist doch nicht wahr. Intelligenzbestien als hier im Spiel. So kluge Menschen hier. Ja, die Polizei. Vielleicht hätten uns ja die Polizei ja. Das ist zwar die Glück, den wir werden, aber. Einiges hat Flash. Na schon, ob wir es schaffen. Ja, die Polizei. Na, endlich. In 1 Meile haben Sie Ihr Ziel erreicht. Können wir bitte anhalten? Oh, oh Scheiße! Ernsthaft zu sprechen, der Polizei.
Ah, sehr schön. Ziel erreicht. RIP. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Ja, daraus wird wohl nichts. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. Ja, drück ruhig das Display. Bitte drücken Sie das Display. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Alter. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Was tun wir? Der Schlüssel ist im GPS. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Alter! Steuerung! Gib ihm wenigstens das. Schrubbe die Schrubbe! Zerkratzt die Tischplatte. Aha, die nächste Aufgabe. Juhu. Vielleicht geht er ja hier noch drauf. Brennenden Wagen erstmal. Das war ein Schuhfach öffnen. Jetzt mal nach dem Mörder suchen. Der muss ja irgendwo hier sein. Der hat uns gesehen. Fünf Rett. Ah ja. Das war das. Ecker Buchstaben. Dafür. Grüß dich jetzt gut.